Die Urlaubsregion Freinsheim erstreckt sich über drei vollkommen unterschiedliche Landstriche. Das flache, fruchtbare, linksrheinische Obst- und Spargelgebiet, die Weinstraße mit ihren weiten hügeligen Rebflächen und die grünen Höhen des Pfälzerwaldes. Die Orte sind durch den Weinbau geprägt, aber neben den Weinbergen, Obsthainen und Spargelfeldern gibt es eine Menge mehr zu sehen. Freinsheim besitzt noch eine mittelalterliche Ringmauer aus dem 15. Jahrhundert. Die historische Altstadt lockt mit schönen restaurierten alten Häusern und Höfen und guter Gastronomie. Genießen Sie in ganz Freinsheim, entlang der Stadtmauer und in den Gassen der Altstadt, Pfälzer Spezialitäten in gemütlicher Atmosphäre. Historische Winzerhöfe und Fachwerkhäuser erinnern daran, dass viele Anwesen in Kallstadt schon über 300 Jahre alt sind. Der Ort wird dominiert vom prägnanten Turm der St. Salvatorkirche aus dem 18. Jahrhundert mit ihrer Geiborgel. Inmitten grünen Rebenmeeres an den sanften Hügeln der Hart, dort wo Pfälzerwald und Rheinebene zusammentreffen, liegt das Edelweindorf Weisenheim am Berg. Das Brunnendenkmal in Bobenheim am Berg ist vielleicht als Zeichen dafür gedacht, welch sanftes Ruhekissen guter Wein sein mag. Den Mittelpunkt des historischen Ortskerns von Erpoltsheim bildet die protestantische Kirche mit ihrem weithin leuchtenden blauen Ziffernblatt. Bergsheim am Berg ist mit 212 Meter über dem Meeresspiegel der höchstgelegene Ort direkt an der Deutschen Weinstraße. Die St. Jakob-Kirche wurde wohl bereits im 8. Jahrhundert erbaut. Vom Schlossgarten Herxheims geht der Blick bis über den Rhein zum Odenwald. Weisenheim am Sand ist der zweitgrößte Ort in der Urlaubsregion Freinsheim. Im Naherholungsgebiet Ludwigshain laden ausgedehnte Spazierwege zum Entdecken und Erleben der Natur ein. In Dackenheim genießen Sportfreunde die ruhige, sonnige Golfanlage mit ihrem Rebenpanorama. Der gut 30 Meter hohe Bismarckturm auf dem Peterskopf bietet eine Rundumsicht über die oberrheinische Tiefebene, den Pfälzerwald sowie dessen Ostrand, die Hart. Kilometerlange kulinarische Weinproben an 6 Wochenenden im Jahr sind ein Aushängeschild der Weinkultur in der Urlaubsregion Freinsheim. Im Januar, im Mai und im September werden die Weinberge zur Genussmeile. Im I-Punkt in Kallstadt stehen Tourenräder und Pedelecs bereit, die teilweise auf Wunsch mit Kindersitzen ausgestattet werden können. Wie wäre es mit einer Radtour entlang der hügeligen Weinberge, den vielen Aussichtspunkten oder den unzähligen Burgen der Umgebung?
Von April bis Mitte September vergeht in der Pfalz kein Wochenende ohne ein Fest. Wenn sich der Sommer verabschiedet und die Tage kürzer werden, beginnt die Weinlese. Heute werden auf dem Großteil der Rebflächen Traubenvollernter eingesetzt. Die traditionelle Handlese ermöglicht allerdings eine noch bessere Selektion der Trauben. So können faule Trauben herausgeschnitten werden und unreife am Stock verbleiben. In den Leseeimer kommen nur Trauben bester Qualität. Während der Weinlese sind überall in der Region die Straußwirtschaften geöffnet. Es wird neuer Wein ausgeschenkt und es beginnt die Zeit für ein gemütliches Beisammensein. Schöne Landschaft, exzellente Weine, hervorragendes Essen und jede Menge Möglichkeiten. Bis bald in der Urlaubsregion Freinsheim.